Hallo und willkommen zurück bei Spur Endlich statt Hanul. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat der Daniel von spurendteile.de mich eingeladen, Teil von einem Dorama zu werden. Dorama sind die Dioramen, die Doro baut. Und ja, die Doro plant aktuell oder schon in den letzten Wochen ein Diorama, ein Dorama zum Thema Schrebergärten. Und zwar nennt sie das die Gartengemeinschaft Gänseblümchen. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, der Einladung zu folgen und entsprechend eine kleine Parzelle gebaut, die dann auf dem Dororama entsprechend unterkommen wird. Wenn ihr meine Videos hier bei YouTube schon verfolgt und die ersten Videos vor allem kennt, dann wisst ihr, dass ich gerade deswegen in Spur N jetzt mittlerweile baue und nicht mehr in Spur H0, weil ich eben auf die Doro-Rahmen-Videos bei YouTube aufmerksam geworden bin. Darin zeigt die Doro eigentlich mit viel Liebe und Geschick, mit wie viel Details man vor allem in Spur N bauen kann. Und deswegen bin ich natürlich besonders froh, dass ich nun Teil eines Doro-Ramas werde. Und ich habe von Daniel einen kleinen Modulbaukasten zugeschickt bekommen aus leichtem Holz. Und der ist 13 x 8 cm groß. Und auf dieser Parzelle von 13 x 8 cm sollte und durfte ich mich entsprechend austoben. Ebenso hat der Daniel mir netterweise eine Holzhütte zur Verfügung gestellt, also eben die Schrebergartenhütte selber und ein paar Dekoteile und Ausschmückungsteile. Und das Ganze habe ich dann ergänzt mit dem, was ich bei mir noch und schon im Fundus habe. Einiges ist ja schon aus den Zeiten meiner H0-Modellbahn vorhanden. Und ja, wie so häufig ist es so, dass man am Anfang vieles plant, was dann doch anders wird. Also schauen wir doch einfach mal, was ich mir am Anfang so für Gedanken gemacht habe und welche Teile ich mir besorgt habe, um meine Parzelle entsprechend mit Leben zu schmücken. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, von Mikrowelten habe ich mir von Daniel den Podestbausatz geholt, auf dem der ganze Schrebergarten Platz findet, ein Hochbeet, Parkbänke, Kompostsilo, Geräteschuppen. Was braucht man nicht noch alles, um in einem Schrebergarten für ein wenig Dekoration zu sorgen, was da eben alles dazugehört? Eine Beeteinfassung mit Hochspalier, Gerüst, wo eben Rankpflanzen hoch können. Yellow Dwarf Stühle, sieht aus wie bei einer Hochzeitsbestuhlung. Werdet ihr sehen, was ich damit nachher machen möchte. Verschiedene Figuren brauchen wir natürlich auch. Das steht jetzt nur symbolisch für das, was ich nachher einsetzen werde. Surface Primer und Rostfarbe von Vallejo. Ja, ich wollte eigentlich Metallzäune um den Garten setzen und die rostig machen. Das hat nachher nicht so stattgefunden. Ein Fahrrad von spurenteile.de und eine Sackkarre. Total schön. Blüten in verschiedenen Farben von RTS. Und dann habe ich noch Grasfasern von K-Modell, um ein wenig Rasenfläche zu realisieren mit dem elektrostatischen Begrasung. Dann Spurenwelten-Schotter für die Wege, die ich dort teilweise einsetze. Dann Grasbüschel habe ich noch besorgt, die werden aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Microturf, das setze ich ein für die Rankpflanzen an dem Rankenspalier. Und hier meine Strafaufgabe: Juwelersteine im Miniformat zum Einzeln setzen. Ich habe mich sehr darauf gefreut und auch ein bisschen Angst vorgehabt, aber ich bin ganz happy. Microturf noch von RTS als zweite Farbe. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Als erstes bauen wir das Mikrowellenpodest auf. 13 x 8 cm, ein kleiner, feiner Holzbausatz, der schnell zusammengesetzt ist. Jetzt wollen wir mal die Almhütte zusammenbauen, die ja bei mir eigentlich keine Almhütte werden soll, sondern tatsächlich eine Schrebergartenhütte. Also so sieht sie eigentlich aus, wenn man sie nach Anleitung baut. Da werde ich gar nicht so viel verändern. Was werden wir nachher sehen? Und dieser Mikrowellenbausatz, ja, besteht eben aus Echtholzfurnier. Das ist eigentlich, wie ich finde, immer cool, wenn man mit Materialien arbeiten kann, die kein Kunststoff sind. Und ja, das Dach ist 3D gelasert aus Raucheiche. Ja, das ist die Anleitung von Mikrowelten. Ganz ehrlich, sie kommt ohne Bilder aus. Aber ich glaube, viel mehr braucht es eigentlich auch nicht. Das ist überschaubar, was wir hier vor uns finden. Und wir legen jetzt einfach mal los und schauen mal, wie weit wir kommen.
Die Teile sind so hervorragend vorgearbeitet, dass sie teilweise schon sehr leicht selber rausfallen aus den Formen oder man nur ganz wenig nachhelfen muss mit einem Messer. Sieht man jetzt auch mal, wie schön das Dach ausgearbeitet ist. Ja, das kommt natürlich etwas später dran. Zum Kleben für Laserbausätze eignet sich gerade bei diesen Holzteilen entsprechend der Bindern RS, der sehr schnell bindet und sehr punktuell aufzutragen ist. Rekordschnellbinder nennt Bindern das Ganze. Und eignet sich für Holz, Pappe, Styropor, Filz, Gewebe und so weiter und so fort. Das werden wir jetzt auch entsprechend hier machen. Die Tür behalte ich mir mal vor, später erst anzukleben. Vielleicht lehne ich die so ein bisschen an, dass es so aussieht, als ob sie offen wäre. Jetzt klebe ich noch die Fenster ein. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie Doro und Daniel sich das gedacht haben. Dieser Schrebergarten, diese Siedlung, in welcher Stadt die theoretisch stehen soll. Schrebergärten sind ja bei uns im Ruhrgebiet sehr populär oder eben in anderen Großstädten. Witzigerweise, wenn ich bei uns auf den Balkon gehe, schaue ich in eine Schrebergartensiedlung. Es folgen jetzt noch die weiteren Fenster und vor allem die Fensterscheiben. Und ja, ihr seht, die kleine Tür hat auch noch ein Scheibchen. Die wird ebenfalls vorbereitet, damit das auch entsprechend ein wenig reflektiert, wenn man durchs Fenster schaut. Die Wände haben, das macht es mir jetzt hier etwas einfacher, die sind schön verzahnt, die kann man prima ineinander setzen und stecken und dadurch rechtwinklig zusammenbauen mit der Grundplatte. Der Kleber funktioniert hervorragend, um das Ganze schnell zu fixieren, mit ein bisschen Druck. Und ihr werdet gleich sehen, das Häuschen sieht wirklich schon ganz fantastisch aus. Die Dachbalken kommen noch drauf, damit man entsprechend auch die Dachfläche ordentlich fixieren kann. Und da seht ihr, ich habe mich dann doch schon entschieden, die Tür etwas offen stehen zu lassen. Ich denke, das macht das Ganze etwas lebhafter. Ja, jetzt kommen tatsächlich erst die Balken rein, wie ihr gerade gesehen habt, damit auch die Dachfläche Halt findet. Zudem hat man damit natürlich schöne Dachbalken, die von außen überstehen. Und wenn das erledigt ist, dann gilt es jetzt noch, das Podest entsprechend zu grundieren. Ich mache das immer gerne mit Braun, damit wir eine schöne Basis haben. Während ihr sozusagen gar nicht gemerkt habt, dass Zeit vergangen ist, ich aber die Kamera nicht anhatte, habe ich an zwei Reststücken einmal schon mal probiert, wie das Ganze wirkt, wenn ich etwas Patina aufbringe. Das habe ich mit zwei verschiedenen Methoden gemacht. Einerseits habe ich Pigmentfarben verwendet, in diesem Falle von der Firma Noch. Und hier habe ich einmal versucht, mit Washings von Vallejo zu arbeiten. Washings sind natürlich auf Holz in diesem Falle nicht ganz so das Ideale, aus meiner persönlichen Sicht heraus, weil die eigentlich sich hervorragend ja für Kunststoffe eignen. Und so sieht man dann eben auch hier ein wenig den Unterschied. Während ich hier das Washing eben genommen habe mit der Flüssigfarbe, hier habe ich mal etwas Grün genommen mit dem Olivgrün. Nehme ich eigentlich sonst ganz gerne für Häuserfassaden, um so ein bisschen Moos und Ähnliches sozusagen darzustellen. Muss ich sagen, ist mir das zu wenig natürlich. Ich kann es gar nicht genau definieren. Also bin ich nicht so ganz glücklich mit. Mir fehlt auch die Erfahrung jetzt auf, so Holz mit Patina zu arbeiten oder wie ich das am besten mache. Etwas glücklicher bin ich tatsächlich hier mit den Pigmentfarben, die allerdings auch noch relativ flächig hier aufgetragen sind. Also da muss ich mir jetzt nochmal überlegen, wie ich jetzt wirklich vorgehe, ob ich da beide Taktiken anwähle oder nur eine von beiden. Vertagt das gerade noch ein wenig, gedanklich. Zwischenzeitlich habe ich aber noch was gemacht. Ich habe in meiner Bastelkiste noch Modellhecken gefunden von Noch. Die habe ich damals bei meinem letzten H0-Diorama eingesetzt.
sind laut noch auch für Spur TT und Spur N geeignet. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann ist da doch eine ausgewachsene Preiserfigur in Spur N so groß gegen, dass sie, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, im Grunde genommen die Hecke größer ist als die Preiserfigur. Also letztendlich ist die Preiserfigur, Pi mal Daumen, auf jeden Fall was noch, also das Preiserlein, kleiner als die Hecke, womit die Hecke über 2 Meter Höhe hat. Das fand ich zu viel des Guten für einen Schrebergarten. Ich habe daher mit einer Schere die Hecke in 2 Teile geteilt und ich habe sie schon aufgeklebt. So, hier sieht man das Ganze. Also das ist meine Umrandung jetzt für die Parzelle. Sie ist relativ dick von der Hecke. Also so ganz glücklich bin ich auch damit nicht. Eigentlich hätte man sie jetzt nochmal so teilen müssen. Ich habe aber gemerkt, dass bei jedem Schneiden dieser Hecke letztendlich eben diese verklebten grünen Teile, die das Ganze so schön grün aussehen lassen, immer mehr abfallen. Und habe jetzt mal eine Stellprobe gemacht, wie das Ganze aussieht. Ich stelle mir eigentlich vor, dass das kleine Häuschen entsprechend hier so steht. Und man sieht dann auch ganz gut, das Fenster schaut so gerade noch eben über der Hecke drüber. Bevor ich jetzt hier weiter entscheide, wie ich verfahre und was ich jetzt wohin mache und das Häuschen letztendlich an seine Stelle klebe, möchte ich jetzt noch ein paar der Ausgestaltungselemente fertig bauen. Da kommt also eben entsprechend der Kompostsilo und der Geräteschuppen, ganz wichtig aus meiner Sicht, der muss hier hinten in die Ecke. Den werde ich jetzt erstmal zusammenbauen und letztendlich kommen wir ja nachher noch zu der Strafarbeit, diese kleinen Juwelersteinchen entsprechend zu verkleben. Ich finde sie so schön genial, wie auch ja, ich da ein wenig Sorge vorhabe, damit zu arbeiten. Kennengelernt habe ich die eben auch durch das erste Dororama-Video und ich fand das so faszinierend, mit diesen kleinen Steinchen einen Weg zu pflastern, dass ich mir gesagt habe, gut, das tue ich mir jetzt mal auf so einer kleinen Parzelle an und schau mal, wie gut ich damit klarkomme. Als nächstes baue ich mir erstmal diesen Geräteschuppen. Schön an diesen Bausätzen eigentlich ist, dass es nicht viel Arbeit ist, es zusammenzusetzen und zu bauen. Kosten echt nicht die Welt. Und sie sind eigentlich für mich als Modellbauer schöner als die häufig ja auch erhältlichen Fertigteile. Ich weiß gar nicht, ob das in Spur N auch so ist, aber in Spur 0 gab es das halt früher. Da konnte man so kleine Hütten schon fertig aufgebaut kriegen von verschiedenen Herstellern. Jägerstand, also ein Schießstand oder ähnliches, oder eine kleine Waldhütte, aber wir sind doch Modellbauer, oder? Dann können wir das doch eigentlich auch selber. Und jetzt stellen wir das ganze Ding mal hier dazu. Sehr cool. Tja, stellen wir das da jetzt hin, oder? Stellen wir das hier hin. Oder hier, bin mir nämlich noch gar nicht sicher, ob ich den Eingang hier nicht noch verlege. Die sind jetzt übrig und weil die übrig sind, da werde ich jetzt daraus eine Terrasse machen, die hier vorne vor der Hütte entsprechend sein wird. So möchte ich dann eben eigentlich hier den Rasen hinsetzen und den Nutzgarten, den man ja eben in jeder Parzelle bei einem Schrebergarten braucht, das ist ja so Vorschrift. Ich bin kein Schrebergärtner, aber so ist das wohl. Und die Nutzfläche, also für Gemüse und Co., die möchte ich hier hinten hin machen. Damit also, wenn die kleinen Preiserlein nachher in ihrem Schrebergarten sind, sozusagen sie den schönen Teil des Gartens vor sich haben und die Nutzfläche eben an der Seite. Das ist die Idee. So, schauen wir mal. Das Ganze trocknet noch ein wenig. Ich kann euch ja jetzt nur bedingt fragen, was ihr machen würdet, Wellblech oder Dachpappe. Finde ich ja beides irgendwie genial. Als nächstes kommt die Beeteinfassung. Auch davon sind 2 Sätze, je 2 Gehwege, sind auch noch dabei. Das löst eine Aufgabe, die ich in meinem Kopf hatte, denn ich war mir noch nicht so ganz sicher, womit mache ich jetzt alle Gehwege.
gerade eben in dem Beetbereich. Ich möchte hier ein bisschen vielfältig sozusagen das Ganze optisch aufhübschen. Eieiei. Das ist ja spannend. Wie wird denn daraus eine Beeteinfassung? Tja, da gibt es nicht einmal eine Anleitung. Das müssen wir uns jetzt mal ergründen, ne? Jetzt nehmen wir mal vorsichtig hier die Teile raus. Schauen wir mal, ob das geht. Das ist doch sehr filigran. Dafür nehme ich dann doch mal mein Skalpell. Da gleich richtig Kraft für habe, nicht zitter, esse ich jetzt erstmal was. Wir sehen uns nachher wieder. So, jetzt gestärkt geht's zurück und während ich sozusagen gegessen habe, habe ich mich entschieden, ich werde hier das Wellblechdach nehmen, unter anderem deswegen, weil es farblich sich ein bisschen mehr absetzt, auch von den Schindeln bei der Hütte selber. Und ja, das kleben wir jetzt mal als nächstes direkt fest. So, jetzt gehen wir mal hier an diese Beeteinfassung. Die wird friemelig. In diesen Momenten bin ich froh, dass ich mich für Spur N und nicht für Spur Z entschieden habe. In diesen Momenten bin ich nicht so froh, dass ich mich für Spur N und nicht A0 entschieden habe. Oder dass ich dann doch gewechselt bin. Im Grunde genommen das Thema Lust und Frust, Modelleisenbahn. Habt ihr vielleicht mein Video zu gesehen? Das ist natürlich gerade bei solchen friemeligen Arbeiten für manche genau der Grund, warum ihr Spur N macht. Für mich nicht unbedingt. Das Set heißt zwar Beeteinfassung, aber es gibt eben entsprechend auch Ranggitter dabei, ob für Tomatenpflanzen oder ähnliche Gewächse, die gerne nach oben wachsen. Das sind eben so Spaliere, die man setzen muss und ihr werdet das gleich im Detail noch sehen. So ist schon besser. Jo, das lassen wir jetzt trocknen. Wie so viel ist hier. Aber da machen wir noch eins von. Und zum Schrebergarten gehört natürlich auch noch ein Hochbeet. Da gibt es sogar Erde mit dabei. Sehr schön, spare ich mir das, damit ich nachher die Erde, den Mutterboden bei mir machen werde. Zeige ich euch, hat mich kein Pfennig gekostet. So, nächster Bausatz. Zwei Hochbeete. Ich weiß ja immer noch nicht so genau, wie viel ich da wirklich von brauche. Ich mache auch davon erstmal noch eins. Und jetzt noch ein Kompostsilo. Und ihr werdet sehen, es fügt sich gleich alles irgendwie ein wenig zusammen.
Auch hier, zwei Kompostsilo gibt es. Also, ich will ja nicht sagen, es ist reichlich, aber das Schöne daran ist, wenn man dann nicht nur eins braucht, hat man erstens zwei Versuche. Und so günstig wie diese Bausätze sind, ist das auch wirklich nicht der Rede wert. Man muss sich da also nicht ärgern, dass der Hersteller einem da zwei Sachen reingepackt hat, obwohl man nur eins haben möchte oder nicht braucht. So, einmal Wurstfinger wieder in Aktion. Aber klappt gut. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Mein Kompostsilo. Also, ich überlege hier gerade etwas länger, wie ich das Ganze denn hier anordne. Ich möchte eigentlich gleich hier ein wenig Erde aufbringen. Das gehört nun mal in einem Nutzgarten mit dazu, dass es ziemlich viel Erde gibt, neben dem Beeten auch daneben. Und die will ich eigentlich anbringen, nachdem ich die Beete platziert habe und an die richtige Stelle gesetzt habe. Denn sonst habe ich die Sorge, dass mir das nachher alles zu hügelig und zu wellig wird. Und jetzt habe ich so eine schöne gerade Unterbau. Und deswegen möchte ich eigentlich am liebsten jetzt die Häuschen an die richtige Stelle setzen. Aber eins fehlt ja wieder, meine Patina. Also das Haus entsprechend altern. Jetzt machen wir uns an das Unwiderrufliche. Wir altern das Haus. Also was brauche ich dafür? Einen trockenen Pinsel. Wir nehmen mal die unauffällige Hinterseite. Das wäre jetzt schief gegangen. Ja, leider ist mir hier meine zweite Kamera ausgefallen, die das Ganze eigentlich schön hätte von oben dokumentieren sollen. Deswegen gibt's nur die Seitenansicht. Blöd eigentlich, oder? Aber keine Angst, ich zeige euch gleich das Ergebnis vom Altern des Gebäudes. Das mit den Pulverfarben hat hervorragend funktioniert, um das Haus ein wenig älter werden zu lassen. Das ist definitiv die bessere Wahl als ein Washing, was ins Holz einziehen würde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich scheue mich immer davor, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich sicher bin, wie es nachher wirkt, wenn ich nicht genau weiß, wie es nachher nicht wirklich überhaupt werden soll, unabhängig von der Wirkung. Wenn ich das Haus jetzt vorne, hinten, links, rechts haben, so viele Möglichkeiten. Und was ist denn wohl die beste? Und weil ich davor immer Angst habe, sitze ich manchmal ewig vor irgendeiner Entscheidung im Modellbau und sage mir, was mache ich denn jetzt? Wie könnte es denn wohl am besten sein? Und hierbei habe ich mir vorgenommen, ich treffe einfach Entscheidungen so schnell wie möglich. Deshalb entscheide ich jetzt einfach. Es kommt jetzt einfach hier hin. Es wird jetzt einfach hier hin gebaut. So. Mein Geräteschuppen steht. Und jetzt kommt das Häusle daneben. Jetzt habe ich doch eine andere Entscheidung getroffen. Ich zeichne mir an, wo das Häuschen hinkommt. Und die Gehwegplanung. Werde dann doch das noch nicht kleben. Warum habe ich das jetzt so entschieden? Das Dach steht mir doch so weit über, dass ich nachher Sorge habe, wenn ich gleich beflocke und bestreue und ähnliches, dass mir im Weg ist, um das fein säuberlich zu machen. Danke fürs Zuschauen beim ersten Teil. Ich hoffe, beim zweiten Teil läuft etwas mehr rund. Also keine Fehler und Patzer bei der Kamera. Und ich kann euch auch das zeigen, was ich schon längst angekündigt habe. Das Setzen der Steinchen von Juvela. Ja, ich habe es hinter mir zu diesem Zeitpunkt und es war eine Art meditative Arbeit, diese kleinen Steinchen zu einem Weg zu formen. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe es nicht bereut, ganz klar, möchte ich vorweg schicken. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Das Video Teil 2 wird dann die Fertigstellung des Schrebergartens zeigen, damit er dann auch letztendlich Richtung Süden, Richtung München gehen kann, um dann im großen Dororama eingesetzt zu werden.
Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst und mich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute, euer Christian von Spur endlich statt H0.